Hi, how are you? I'm Kati, and in this video, we're going to practice the infinitive constructions that follow certain nouns in English. Heute wirst du viel zum Thema Infinitivkonstruktionen nach Substantiven lernen. Es wäre gut, wenn du schon das Lernvideo zu diesem Thema gesehen hast, um das meiste von diesem Video zu haben. Wie du schon gelernt hast, folgt im Englischen nach bestimmten Substantiven der Infinitiv mit to. Zum Beispiel wie in diesem Satz. At weekends I have a lot of time to bake muffins. An Wochenenden habe ich viel Zeit, um Muffins zu backen. Nach dem Wort time brauchst du den Infinitiv mit to. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com